Bevor dieses Video startet, möchte ich dich bitten, unbedingt bei meinem neuen Instagram-Account vorbeizuschauen. Da werde ich alle YouTube-relevanten Sachen, die meinen Kanal betreffen, ob es jetzt neue Videos sind, neue Livestreams, werde ich da alles posten und ankündigen. Es wäre wirklich auch mega nice, wenn du in den Fortnite-Item-Shop meinen Supporter-Creator-Code XNYT auf Ehrenbruder-Basis eintragen könntest. Da bekomme ich für jeden Kauf eine kleine Provision. Das wäre wirklich ein Ehrensupport, wenn du das machen könntest. Und dann würde ich sagen, ja, lasst ein nettes Kommentar da, wenn ihr die Chance haben möchtet, in den darauffolgenden Videos gegrüßt zu werden. Also Leute, Kuss geht auf jeden Fall raus und würde ich sagen, starten wir mal mit dem richtigen Video. Ach ja, 2019, es ist einfach so viel passiert. In diesem Jahr habe ich meine Ex-Freundin kennengelernt, in der ich mich mega verliebte. Ja, sie hat mich auch zum Buffen verleitet, wo ich jetzt auch schon wieder von weg bin. Da wird auch nochmal ein schönes Video zu kommen. Könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Jedenfalls ging die Beziehung einige Monate und danach kann man schon sagen, war ich noch mehr ein emotionales Wrack, als ich sonst schon war. Ich schaffte es auch im letzten Jahr, also 2019, fast 20 Kilo abzunehmen, weil ich bin über die letzten Jahre halt auch, ja, ihr werdet gleich erfahren, warum, ich habe ziemlich zugenommen, weil ich mich einfach nicht gut fühlte. Ich war, wie gesagt, ein emotionales Wrack und habe quasi meinen ganzen Frust, meine ganze Trauer in mich reingefressen, was auf jeden Fall auch nicht gut ist. Im Jahr 2019 ging ich auch auf meine erste Messe, die Mary Jane. Wer nicht weiß, was es ist, ja, ich fasse es mal ganz kurz zusammen, ist einfach die führende Hanfmesse in Deutschland mit über 300 italienischen, wahrscheinlich. Ich hab's schon aufgeschrieben, Mann. Internationalen Ausstellern. Bruder, was los mit mir? Ja, da war ich auf jeden Fall an so einem Stand und ja, was soll ich sagen? Ich war der zweite Platz von 400 Leuten. Da stand nämlich ein Einkaufswagen mit Clippern, wo man für 10 Euro seine Hand reinhalten durfte und so viel wie möglich Clipper probieren konnte rausholen. Ja, ich war, wie gesagt, der zweite Platz von 400 Leuten. Ich habe 25 Clipper in eine Hand da rausgeholt. Ich habe die immer noch. Wenn ich weiß, was Clipper sind, ja, es sind kleine, sagen wir mal, Kifferfeuerzeuge, die man auch für ganz normale Zigaretten einfach benutzen kann. Sie haben halt einfach eine andere Form mit einem Feuerstein dran, ist ja eigentlich auch gar nicht so relevant. Ja, im Jahr 2019 habe ich auch meine Prüfung nicht bestanden, wegen der Ausbildung und, ja, was soll ich sagen, dann ging halt die Ausbildung noch ein halbes Jahr länger. Ich habe es ja nachher im Endeffekt Ende 2019 noch bestanden, wo ich wirklich sehr, sehr sehr glücklich drüber bin. Und ja, was soll ich sagen? Dann hatten wirklich endlich die 3,5 Jahre. Oder mit anderen Worten, die 1200 Tage voller Demotivation, schlechter Laune, Schlafmangel, Frustration und viel mehr endlich ein Ende. Und da bin ich schon sehr, sehr stolz drauf. Ja, im Jahr 2019 sind auf meinem Kanal unglaubliche 5937 Leute dazugekommen. Ich hatte über 300.000 Aufrufe, obwohl ich unmotiviert, inaktiv und wie gesagt ein emotionales Wrack war. Im Endeffekt kann man schon sagen, dass 2019 für mich das schlimmste Jahr war, was ich je hatte. Aber gleichzeitig auch das Jahr, was mir am meisten geholfen hat, beziehungsweise mich am meisten weitergebracht hat, weil ich einfach unglaublich krasse Erfahrungen gemacht habe, die ich jetzt heutzutage auch gar nicht mehr missen möchte. Und gerade weil ich jetzt diese Erfahrungen habe, denke ich, dass das Jahr 2020, beziehungsweise das Jahrzehnt 2020 einfach das heftigste meines Lebens sein wird. Und ich hoffe, dass ihr an diesem Jahr, beziehungsweise an diesem Jahrzehnt meines Lebens teilhaben werdet. Und bevor das Video hier endet, möchte ich noch den lieben Flossfoss grüßen für seinen Kommentar. Und ja, würde ich sagen, wünsche ich euch ein wunderbares 2020. Ich hoffe, ihr macht alles Beste draus, egal wie es euch geht. Ich hoffe, wie gesagt, auch jeden einzelnen von euch einfach nur das Beste. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr macht was aus eurem Leben. Und ja, Leute, auf ein erfolgreiches Jahr.